Auch für die zweite Generation des erfolgreichen Kompakt-SUVs VW Tiguan dürfte es nach oben gehen. Passenderweise haben die Wolfsburger im hohen Norden auf Schnee und Eis zur ersten Testfahrt geladen. Der kompakte SUV ist 6 cm länger und gefällt optisch schon einmal. Innen erwartet uns ein übersichtliches Cockpit mit digitalem Tacho wie im Passat. Enttäuschend ist das Plexiglasscheibchen des Head-Up-Displays. Neu lassen sich die verschiedenen Fahrmodi per Drehschalter wählen. Zur Auswahl stehen Straße, Schnee und Offroad. Der Zusatzmodus Offroad Individual bietet zusätzlich zahlreiche individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Aber genug gequatscht, Zeit, den neuen Allradantrieb in Aktion zu erleben. Das elektrische Differential verteilt die Kraft blitzschnell individuell an jedes Rad. Dadurch glänzt der neue Tiguan mit enormer Fahrstabilität. Die Motorisierung besteht aus 4 Benzinern und 3 Dieseln mit 125 bis 240 PS. Zum Start im Mai stehen ein 150 PS Diesel und ein 180 PS Benziner zur Auswahl. Wohl frühestens 2017 soll ein Plug-in-Hybrid das Angebot ergänzen. Damit dürfte der Tiguan wieder zum Erfolgsgaranten werden. Seine Preise starten bei 28.000 Franken für den Fronttriebler bzw. 32.000 Franken für den Allradler.